Der Striezelmarkt in Dresden, die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange, denn am 22. November soll der traditionsreiche Weihnachtsmarkt öffnen. Soll, denn sicher ist das in Zeiten der Corona-Pandemie nicht. Schon die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz könnte das Ende des diesjährigen Striezelmarktes bedeuten, sollten bei den Bund-Länder-Gesprächen weitere Restriktionen beschlossen werden. Die Händler fühlen sich etwas im Stich gelassen. Wir wissen nicht, wie geht's weiter. Machen wir überhaupt auf? Wird die Verordnung geändert? Und schlaflose Nächte, die Ware ist bestellt. Der Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. In normalen Zeiten kommen etwa 3 Millionen Besucher. Sachsen verzeichnet derzeit die mit Abstand höchste Corona-Inzidenz der Republik. Zwar hat die Regierung des Freistaates grünes Licht gegeben, doch am 25. November, also 3 Tage nach der geplanten Eröffnung des Striezelmarktes, tagen die lokalen Behörden und sie könnten anders entscheiden. Diese Händlerin verkauft seit mehr als 30 Jahren Lebkuchen auf dem Striezelmarkt. Es ist schon zu spät, um eine gesunde Planung zu machen, ist es schlicht und ergreifend zu spät. Darüber hinaus haben wir alle Vorlieferanten, die mit in demselben Boot sitzen, die nicht wissen, ob wir die Ware abnehmen können, beziehungsweise wir haben sie teilweise gekauft, als es ein Go gab für die Weihnachtsmärkte. Der Umsatz der Weihnachtsmärkte in Deutschland beträgt normalerweise zwischen 3 und 5 Milliarden Euro. Viele der Standbetreiber erwirtschaften die Hälfte ihres Jahreseinkommens in der Saison. In München wurde der Christkindlmarkt wegen der dramatischen Lage in den Kliniken zu Wochenbeginn abgesagt.